So, hallo, willkommen bei meinem neuen Video. Und diesmal geht es um den kompletten Vergleich zwischen dem 2015 erschienenen Galaxy S6 und dem jetzt am Freitag erscheinenden Galaxy S7. Ich habe das Gerät jetzt durch die Vorbestelleraktion 3 Tage vor Release erhalten. Ich habe es einfach nur noch mal in die Verpackung gelegt. Das S6 hat schon die offizielle deutsche Android 6 Software, also softwaretechnisch sind beide Geräte soweit gleich. Auf dem Karton steht zwar noch die 32 GB Variante, ist aber der Karton von meinem alten S6. Da drin befindet sich die 64 GB Version. Ja, und bei dem S7 haben wir ja nur die 32 GB internen Speicher, aber durch MicroSD erweiterbar. Drehen wir den Karton einmal eben um für die Technikvergleich, beziehungsweise Ausstattungsvergleich. Bei beiden haben wir 4G LTE. Beim S6 steht noch Cat6 bei. Ich weiß jetzt nicht, welche Kategorie da beim S7 ist. Wir haben bei beiden einen 64-Bit-Octa-Core-Prozessor, den Samsung-eigenen Exynos. Wir haben ein 129,2 mm hohes Gerät bei beiden, also das Galaxy S6 sowie das Galaxy S7 sind 129 mm groß, hoch, also lang. Und das Ganze fasst ein 5,1 Zoll großes Quad HD S-AMOLED Display. Die Kamera des S6 ist eine 16-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator und vorne einer 5-Megapixel-Kamera, beide eine Offenblende von f1.9. Das Galaxy S7 hat eine 12-Megapixel-Kamera, dafür aber durch die Dual-Pixel-Technik, die von den Canon-Kameras bekannt ist, einen superschnellen Autofokus. So, die Kamera hat natürlich auch einen optischen Bildstabilisator, 5 Megapixel vorne und beide eine Offenblende von f1.7. So, im Gegensatz zum S6 ist das S7 wieder wasser- und staubdicht. Kann wie das S6 auch kabellos geladen werden. Bei beiden Geräten ist Knox dabei, das Sicherheitssystem von Samsung. Ja, und natürlich kann hier der Speicher erweitert werden. So, beim Kartondesign hat sich auch ein bisschen was getan. Während das Galaxy S6 noch in so einem Schuber, mit so einem Pappschuber umhüllt war und dann die übliche Verpackung aufweist, die man nach oben aufhebeln kann, geht das Galaxy S7 wie so eine Art Buch zur Seite. Also wir heben einmal das Galaxy S6 auf. So, legen die Verpackung auf Seite. Das legen wir auch kurz auf Seite. Machen dann einmal, auf der Seite ist mit einem Magnetverschluss gehalten, den Karton auf. Wir legen beide Geräte daneben. So, ja, im Karton sehen sie ziemlich gleich aus. Das Galaxy S6 in Saphir-Schwarz mit einem schönen Blauschimmer und das Galaxy S7 habe ich diesmal wieder in Weiß genommen. Gut, dann holen wir die Geräte raus. Über das Zubehör werde ich jetzt nichts sagen, weil das ist bei beiden Geräten identisch bis auf den USB-on-the-go-Adapter beim S7. Gut, also starten wir beide Geräte gleich mal. Ich bin jetzt gerade am gucken, ob ich das hier so nebenliegen lasse, aber ich denke mal ja. Aber bevor wir die Geräte starten, schauen wir uns sie erstmal an im Vergleich. Also die Größe und das Design ist relativ gleich. Wir haben oben den Näherungssensor, die Benachrichtigungs-LED und die 5-Megapixel-Kamera und das gleiche Layout hat auch das S7. Unten befindet sich links die Multitasking-Taste, rechts die Zurück-Taste und in der Mitte der Fingerprint-Sensor. Das gleiche Layout, wie gesagt, auch beim S7. Hier ist der Fingerabdrucksensor bezüglicherweise der Home-Button ein Stückchen weiter aus dem Gerät raus wie beim S6, lässt sich aber knackiger drücken und ist nicht mehr wackelig wie bei einigen S6-Modellen. So, durch das Android 6 Update funktioniert auch der Fingerprint-Sensor vom Galaxy S6 genauso schnell wie der vom S7. Gehen wir zur rechten Seite, haben wir hier eine kleine Änderung. Auf beiden Seiten befindet sich der Power-Button, nur hier befindet sich noch der Tray für die Nano-SIM-Karte. Der Rahmen hat sich auch ein klein wenig geändert. Wenn wir in der Mitte des Rahmens so eine kleine Einkerbung haben, ist der Rahmen des Galaxy S7 eben und auch ein bisschen heller als der vom S6.
So, dann wandern wir auf die Oberseite. Da haben wir beim S6 die Antennen, die Trennung für die Antennen, das Loch für die, heißt, Moment, genau, für das sekundäre Mikrofon, für die Rauschunterdrückung und den Infrarotport. Da ist beim S7 leider weggefallen. Leider, ich habe ihn oft genutzt. Also das Mikro ist auch vorhanden und oben befindet sich jetzt der Multi-Slot, der beherbergt die Nano-SIM und die Micro-SD-Karte. So, auf der linken Seite haben wir das komplett gleiche Layout, also auf beiden Seiten die Laut- und Leise-Taste. Auf der Unterseite befindet sich auch das komplett gleiche Layout, die Antennentrennungsstreifen, der Lautsprecher, das Hauptmikrofon, der USB 2.0 Anschluss und der 3,5 mm Klinkenanschluss. Trotz der Öffnung ist halt das komplette Galaxy S7 gegen kurzweiliges Eintauchen in Wasser und das Eindringen von Staub geschützt. Die Anschlüsse sind komplett von innen abgedichtet. So, dann gehen wir jetzt mal zur Rückseite. Da befindet sich auch soweit das gleiche Layout. Wir haben den Samsung-Schriftzug. Wir haben die Kamera. Links 16 Megapixel, rechts 12 Megapixel. Die Qualität ist aber beim S7, dem S6 tagsüber wirklich ebenbürtig und abends deutlich überlegen. Dann haben wir rechts den Blitz bei beiden Geräten und den Pulsmesser. So, wenn man das so von der Seite anguckt, sehen wir, dass beim S6 die Kamera rund etwas über 1 mm aus dem Gehäuse raussteht, aber dadurch, dass das Galaxy S7 jetzt ein Ticken dicker ist, guckt die Kamera fast gar nicht mehr raus. Also es ist wirklich nur noch ein Mini-Stückchen. So, ich lege das S6 mal kurz auf Seite. Denn im Vergleich zum S6, na, ich nehme es doch nochmal dazu, sehen wir, dass das Glas, dass das Rückglas an den Seiten gebogen ist. Wie das Galaxy S6 Edge vorne. So ist das Glas hinten gebogen. Ist genauso wie beim Galaxy Note 5 und liegt dadurch sehr, sehr gut, sehr gut in der Hand. Also auch durch die etwas dickeren Ausmaße liegt es sicherer in der Hand. Das S6 lag schon gut in der Hand, aber das S7 setzt dann noch mal einen Ticken drauf. Okay, dann werden wir jetzt beide Geräte mal starten. Auch das Display beim S7 ist besser. Es ist um einiges heller als das vom S6. Also da bin ich echt begeistert. Ja, und wie man schon sieht und nicht hören kann, hat Samsung den Boot-Sound abgeschafft. Also den gibt es nicht mehr. So. Jetzt geben wir mal kurz den PIN ein. So. Zack. Wir sehen eigentlich bei den Geräten das komplett gleiche Layout. Links ist das normale Touch-System beim Galaxy S6, weil ich das Gerät für den Verkauf schon zurückgesetzt habe. Er steht ja auf halber Helligkeit jetzt und links habe ich mir schon eins meiner Lieblingsthemen runtergeladen. Ich kann euch das mal zeigen. Unter dem Bereich Themes, den es beim S6 ja auch gibt. Dann kann man sich unter dem Punkt weitere Themes neue Themes runterladen. So, und für alle, die sich wundern oder fragen, dass es kein 5x5 Raster mehr beim S7 gibt, das geht ganz einfach. Ihr müsst wie beim S6 einfach nur das Home-Menü öffnen, auf Raster gehen und schon könnt ihr das Raster von 4x4 auf 4x5 und 5x5 ändern. Genauso wie beim Galaxy S6. So. Dann gehen wir mal kurz bei beiden Geräten in die Einstellung. Zack, auf Geräteinformation. So, hier haben wir jetzt schon den Punkt durch das neue Android-Update, Updates manuell herunterladen, automatische Aktualisierung. Und hier unten können wir unter dem Punkt geplante Software-Updates den nächsten Update-Suche und Installation planen. So, dann gehen wir mal zu dem Punkt Software-Info und schon sehen wir, beide laufen mit der Version 6.01, also der letzten Android-Version, die bis jetzt veröffentlicht wurde. So, was gibt es noch zu sagen? In puncto Akku hat sich auch auf jeden Fall viel getan.
Wir haben beim Galaxy S6 einen 5550 mAh-Akku und beim Galaxy S7 einen 3000 mAh-Akku. Und ich muss sagen, man merkt es wirklich. Kam ich bei dem S6 bei rund 20 Stunden Laufzeit auf eine Display-On-Time von ja, 1 Stunde bis 1 Stunde 50 Minuten, komme ich beim Galaxy S7 bei gleicher Laufzeit auf fast 5 Stunden Display-On-Time. So, und dabei ist der Akku noch nicht komplett eingelegt. Im Gegensatz zum Galaxy S7 haben wir hier natürlich, im Gegensatz zum Galaxy S6, Entschuldigung, haben wir beim Galaxy S7 die neue Grafik-IPI Vulkan, die in zukünftigen Spielen nahezu PC-Grafik ermöglichen soll. Bin mal gespannt, inwiefern das stimmt. Und im Bereich Spiele hat sich Samsung was einfallen lassen. Die haben ihren Game Launcher reingebracht, der fasst alle Spiele, die auf dem Gerät vorinstalliert sind oder nachinstalliert werden, zusammen. Man kann hier unten dann auswählen, ob man während des Spielens Benachrichtigungen oder keine Benachrichtigungen erhalten will, und man hat die Game Tools. Ich kann euch das mal kurz zeigen, wie das aussieht. Angenommen, ich starte jetzt halt hier das Spiel Sonic. Die Game Tools habe ich aktiviert, das kann man hier auftippen. Dann kann man keine Benachrichtigungen im Spiel auswählen, man kann die Tasten sperren hier unten. Man kann das Spiel minimieren, einen Screenshot erstellen, das Spiel aufnehmen oder Einstellungen tätigen. So. Löschen wir das mal raus. So. Und was ich noch sagen kann, ist, im Vergleich zum Galaxy S6 sind beim S7 die Anwendungen Video und Musik nicht vorinstalliert. Die findet ihr im Samsung App Store. Den Videoplayer unter ganz normal dem Namen Video und den Musikplayer unter Samsung Music. Für alle, die das wissen wollen. So, was kann ich jetzt noch sagen? Was würde jetzt noch hier im Vergleich Sinn machen? Ja, das Kameramenü ist eigentlich auch relativ gleich geblieben jetzt durch das Update des S6 auf Android 6.01. Haben wir logischerweise den Pro-Modus und die manuelle Belichtungszeit, die wir auswählen können. Also hier können wir alles manuell einstellen, den Fokus, Weitsabgleich, ISO. Das passt alles soweit. So. Was kommt denn noch dazu jetzt? Ja, ich würde sagen, auch performance-technisch, das S7 hat zwar einen weitaus stärkeren Prozessor, aber ich finde jetzt, man merkt nicht so einen großen Unterschied gegenüber dem S6. Also es hat sich auf jeden Fall was getan. Das S6 hat vielleicht mal einen kleinen kurzen Hänger, aber das ist gar nicht der Rede wert. Also man sollte sich den Wechsel vom S7 auf S6 wirklich gut überlegen. Ich fand ihn für mich jetzt sinnvoll. Und ja, ich würde euch empfehlen, schaut euch das Gerät an. Wenn ihr einen S6 habt, nehmt es mit und macht einen Vergleich im Laden. Denn nur so kann man ehrlich gesagt sehen, ob der Wechsel lohnt. Ich würde sagen, der Wechsel lohnt sich auf jeden Fall, wenn man einen Neuvertrag machen möchte oder halt eine Vertragsverlängerung hat. Aber jetzt der Aufpreis bei einer Barzahlung im Vergleich zum S6 ist nicht wirklich sinnvoll, meiner Meinung nach. So, ja, das war mein kleiner kurzer Vergleich zum Galaxy S6 und S7. Den Benchmark-Vergleich, den ich in meinem letzten Video gemacht habe, den werde ich jetzt im nächsten Video noch ein bisschen ausbauen. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder.